Juhu, hallo Freunde und herzlich willkommen. Ihr erinnert euch, im letzten Video haben wir uns von Nordisk diesen Titanium Cup angeguckt, ne? Und das ist ja jetzt wieder mal ein tolles Beispiel wie in der Taschenmesserwelt, was die Leute ja nicht immer ganz so wahrhaben wollen, dass das ganze Zeug vom gleichen Band fällt. Hier haben wir nämlich den Espit Titantopf PT 750 Titan, ne? Schauen wir uns mal an. Nächste Nummer größer. Kommt auch in so einem tollen Netz mit tollen Informationen. Hier steht sogar wirklich Hersteller, Manufaktor, Fabrikant, Espit Kompanie, GmbH in Hamburg. Hersteller, ne? Ja, ich würde selber mal sagen, da gehört Einkäufer hin. Aber auf jeden Fall ist hier eine schönere Tasche dabei, ne? Da kann man noch so Zeug reinstecken, aber egal, das Zeug mal hier weg, kein Brauch. Was interessant ist, wenn man den Topf anguckt, das soll dieser Topf sein, 750 ml. Also, diese Griffe sind absolut identisch. Auch der Boden, das Innere, das wird auf so gleiche Werkzeuge halt in verschiedener Größe hergestellt. Das Material sieht gleich aus. Die Oberfläche fühlt sich absolut identisch an und diese Bügel hier, die sind auf dem Millimeter genau die gleiche. Also auch hier wieder mal, wie bei so vielen Sachen, wird nicht wundern, wenn das Zeug alles von der gleichen Produktionsbank fällt, ne? Also Nordisk und Espit produzieren entweder der eine für der andere oder beide haben den gleichen Zulieferer oder den gleichen Einkäufer in China oder sonst was. Auf jeden Fall diese Pötte hier identisch, was mir eigentlich egal ist, weil bei Nordisk hat es bei 450 ml aufgehört. Das ist noch gut zum Trinken, aber zum drinnen sich ein paar Bohnen machen, habe ich gedacht, brauche ich natürlich ein größerer Pott, ne? Also habe ich mir gedacht, hier die 750 ml plus Deckel gibt es hier dazu, sogar noch zum Abschütten mit einem Haken dran, ne? Liegen wir doch mal hier den einzelnen Pott. Ist ja alles super leicht, das ist ja das Tolle dran. Ne? Bei dem Becher hatten wir gestern die 70 Gramm. Der bekommt die 94 Gramm auf die Waage. Das sind 3,35 Unzen zu 2,45. Also zum Becher haben wir jetzt auch noch einen kleinen Topf. Der arbeitet hier so Innendurchmesser 9,5 auf 11. Also die Deckel sollten wir vielleicht noch, das bringen wir dann auf die Waage, aber das sind echt geringes Gewicht für solche Lösungen. Ne? 111 Gramm. Schauen wir uns mal kurz den Edelstahl-Multitopf dazu an. Der schlägt doch dann gleich mal mit ein bisschen mehr zu Buche. Der hat 0,8 Liter. Ist natürlich hier schön, da hast du die Gasflasche, kannst du damit transportieren. Ne? Sagen hier von 111 Gramm, 112, 111 Gramm, 3,95 Unzen zu 303. 10,7 Unzen, ne? Da siehst du halt mal, Edelstahl wiegt halt dreimal so viel wie Titan und haben fast das gleiche Innenvolumen, 0,8 Liter, 0,75 Liter. Kostet natürlich dann, wiegt nur ein Drittel, kostet dafür das Doppelte vom Multitopf, ne? Aber interessant, zwei total unterschiedliche Firmen, ne? Aber wieder mal das gleiche Zeug drin, nur in verschiedenen Größen. Ne? Nordisk Titanium 0,45 ml Becher und Espit 0,75 Liter Minitopf mit Deckel. Gleiche Fabrikation. Das Schöne ist, es passt jetzt hier ineinander rein. Dann hast du zum Kochen, Essen und Trinken nur ein Geschirr dabei,
Und zusammen haben wir dann hier gerade mal im Rucksack 184 Gramm, 6,55 Unzen. Ne? Schöne leichte Geschichte. Ich fand es nur interessant, wieder mal alles von ein und derselben Werkbank. Aber das ist manchmal den Leuten ein bisschen schwer zu vermitteln, weil nicht sein kann, was nicht sein darf oder andersrum. Ne? Aber hier sieht man wieder mal schön, kommt halt doch viel Zeug vom gleichen Hersteller. Und was noch auf der Verpackung steht, ist das eine. Ne? Aber das werden wir dann hier drin lassen. Dann verlieren wir den Deckel nicht. Dann haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit, da ist nämlich, das kaufen sie wahrscheinlich bei einem besseren Zulieferer ein, das macht einen hochwertigeren Eindruck, wie das Netz von Nordisk. Und hier hat man noch außen, ne, da kannst du noch den Titansborg oder irgendwelche, oh ja, da könnte man wunderbar, zum Kochen können wir hier die, noch ein Tütchen scharfes Zeug mit reinpacken, ne. Coole Geschichte, der Esbit Titantopf. Schön leicht für die Küche, ne, werden wir mal ausprobieren am Wochenende, also. Das war hier mal ganz kurz aus der Titanküche. Ist nicht alles Titan, was glänzt. Bleibt gesund. Schaut hier wieder mal rein beim Jubiläum auf dem Kanal, wenn es was Neues gibt. Aber ich brauche eine Gasflasche. Und bis dahin, ciao. Bis zum nächsten Mal.